Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Asviva Laufband T18 Pro. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses funktionale Laufband für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Laufband unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Grundsätzlich freut es mich sehr, dass sich immer mehr Menschen mit dem Thema Fitness beschäftigen. Was das Laufen angeht, so würde ich dir auf jeden Fall auch ans Herz legen, auch hin und wieder einfach mal draußen an der frischen Luft zu joggen. Denn viele Studien haben gezeigt, durch die UV-Strahlung der Sonne, also wenn wir jetzt nicht vom Hochsommer, sondern vom normalen Wetter reden, und durch die frische Luft, stellt sich für die Gesundheit eben noch ein besserer Effekt ein, als wenn du jetzt drinnen trainierst. Aber machen wir uns nichts vor. Manchmal ist es auch schon dunkel, manchmal ist es viel zu kalt oder viel zu heiß draußen. Dann macht ein Laufband zu Hause im Home Gym definitiv Sinn. Bei diesem Laufband hier hat mir insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut gefallen. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein funktionales und vor allem qualitativ hochwertiges Laufband zum fairen Preis erwerben kannst. Aber in der Tat soll das jeder Home-Gym-Freund selber beurteilen. Das sind hier nur meine Ansichten und meine Tipps zu der Geschichte. Dann gibt es auch noch die Thematik zu klären. Lohnt sich nicht eher die Mitgliedschaft im Fitnessstudio, als sich jetzt zu Hause ein Home-Gym einzurichten? Und auch hier hat alles Vor- und Nachteile. Wenn du keine Lust hast, dich zu schminken oder sonst irgendwie fertig zu machen und dann ins Fitnessstudio zu reisen, dann ist ein Home Gym natürlich besser für dich geeignet. Was jetzt den Kosten, ich sag einfach mal das Preis-Leistungs-Verhältnis deiner Fitness anbetrifft, so fahren viele Leute mit einem Fitnessstudio deutlich besser als mit einem Home Gym. Hier geht es wirklich um den erhöhten Komfort beim Training zu Hause. Hier kann dich keiner beobachten. Hier ziehst du irgendwelche alten, schlabbrigen Sportsachen an. Pass aber auf, dass du nicht stolperst. Das kann tatsächlich gefährlich sein bei einem Laufrad, ja. Trainierst ein bisschen vor dich hin und ja. Ich bin der Ansicht, dass dieses Laufrad wollte ich schon sagen, Laufband hier in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen kann. Deswegen gibt es von meiner Seite aus auch eine Kaufempfehlung. Das Amazon-Angebot zum Laufband werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.